Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Ramses ist immer noch erkältet und es ist immer noch unglaublich warm. Und heute habe ich auch das hässlichste Oberteil der Welt an. Guckt euch das an. Richtiger Gangster. Das habe ich damals irgendwann mal geschenkt bekommen, habe das seitdem noch nie angehabt. Und da ich ja die Wohnung eh nicht mehr verlasse und einfach nur zu Hause rummessiere, habe ich gedacht, kann man das mal anziehen. Jetzt aber zu einem richtig guten Thema, denn die Leute, die bei der ersten Team Rocket Invasion aufgepasst haben, fleißig waren und sich gleich ein Relaxo ergattert haben, die haben natürlich Glück gehabt, denn als Team Rocket entfernt wurde und zurückkam mit verstärkten Mitteln, war es natürlich deutlich schwieriger, manche Kämpfe zu bestreiten, vor allem auch Relaxo zu bezwingen. Da haben sich ja die Beschwerden im Internet auch gehäuft. Wie kann man das so schwer machen? Das ist ja unglaublich. Das schafft ja gar keiner mehr. Viele Leute sind daran gescheitert, sind schon verzweifelt. Wusste nicht, mit was soll ich denn noch antreten? Der haut einfach alles nieder, alles um. Ich habe damals dann auch, ich hatte am Anfang noch kein Relaxo gemacht, habe dann mal eins gesehen, wollte das machen. Stand auch da, ich habe bestimmt 20 Versuche gebraucht oder irgendwas. Habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Ich nehme meine Machomai-Armee, ganz normal, haut drauf, sah gut aus. Das erste Machomai trotzdem relativ früh umgefallen. Die Hälfte vom Relaxo konnte ich aber abziehen. Dann ist das Machomai umgekippt. Dann kam das nächste, aber ich habe es nicht geschafft. Das war alles Quatsch, denn nach dem Relaxo folgte noch ein Glurak und danach noch ein Dragoran zum Schluss. Und das Dragoran hat auch wirklich alles komplett umgerissen. Dann wollte ich das ein bisschen umstellen, habe gedacht, gut, mit dem ersten Machomai kommst du ja gut klar. Hast ja bei dem Relaxo schon die Hälfte weg, noch einen Wuchtschlag drauf geknüppelt, dann fällt das Machomai zwar um, aber wenn dann Glurak danach kommt, nimmst du als zweites Pokémon einfach rein Kyogre. Mit dem Kyogre konnte man dann den Rest vom Relaxo wegmachen, das Glurak komplett umhauen. Ja, und dann bin ich aber am Dragoran gescheitert und das Dragoran hat einfach mein komplettes Kyogre weggehauen. Und als drittes hatte ich, glaube ich, ich habe Mammutel gehabt als drittes, dachte, das ist Mammutel, wie auch immer. Hab gedacht, nimmst du das gegen Dragoran, Eisangreifer, bam, hau das weg. Aber Mammutel kam noch nicht mal dazu, seine Attacke zu machen, da es schon vorher auch einfach umgefallen ist. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Wer macht denn sowas? Dann habe ich das alles nochmal 100-mal durchgespielt, was nehme ich jetzt, wie kann ich das? Und dann war es extrem knapp. Ich habe mir dann also eine Armee aufgebaut. Ich habe da Machomai genommen, Kyogre und Mewtwo mit Spukball und habe es so gemacht, mit dem Machomai am Anfang Relaxo umgehauen bis zur Hälfte, Machomai weg, mit Kyogre den Rest von Relaxo rausgehauen, das Glurak rausgehauen und direkt als das Glurak tot war, auf das Mewtwo gewechselt, mit dem Mewtwo erstmal gegen Dragoran, denn Spukball ging relativ häufig einzusetzen, schnell einzusetzen und als das Mewtwo dann auch umgefallen ist, hatte das Dragoran nur noch ein bisschen Energie und der Rest vom Kyogre, den Rest vom Dragoran erledigt. Das war aber auch extrem knapp einfach nur und ich habe gedacht, das war so heftig, da musst du jetzt unbedingt mal ein Video machen und diesen spannenden Kampf zeigen und da werden ja sicherlich viele dran scheitern. Jetzt hat es 100 Jahre gedauert, bis ich mal wieder einen Relaxo gefunden habe. Hab gedacht, gut, das hat auch schon wieder Relaxo und das hat dann auch wieder Glurak, also kommt bestimmt als nächstes wieder Dragoran. Habe ich mich aber verschätzt, wollte das gleiche Team nehmen, eben wieder mit Machomai, Kyogre und Mewtwo. Leider hatte das Relaxo auch wieder eine ganz andere Attacke am Anfang, denn während es beim ersten Mal, als ich es geschafft habe, noch Schlecker hatte, hatte es jetzt seinen Kopfstoß, also Psycho. Und das hat natürlich so reingehauen beim Machomai, dass das Machomai direkt umgefallen ist, dass Relaxo immer noch 2/3 Energie übrig hatte, die Karten ganz anders verteilt waren, dass Kyogre auch kaum was ausrichten konnte dann gegen das restliche fette Relaxo, selbst am Glurak dann gescheitert ist, während es vorher das weich wie Butter durchpflügt hat. Dann war auch schon statt einem Dragoran ein X-Bud da, was einen auch komplett überrascht hat. Und mit einem Mewtwo am Ende bin ich ganz knapp dran gescheitert und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja schon wieder alles komplett anders. Ihr könnt euch auf nichts einstellen, ihr werdet immer wieder überrascht. Und es gab etliche Tipps natürlich auch im Internet, was man so nehmen kann und was sinnvoll ist. Und am Endeffekt habe ich jetzt das Ganze also auch mit Despotar einfach probiert.
besten also vom Community Day auch damals mit Katapult, Steintanne, denn wenn dann Glurak dabei ist, ist das so effektiv, das haut das so dermaßen um, auch gegen Relaxo ist das relativ nützlich, denn das hält erstmal viel aus, wenn Relaxo angreift und es verteilt auch einiges. Ich denke mal, ein Despot mit Bissknirscher ist da auch gut dabei, hat auch gute Chancen. Gegen Glurak vielleicht nicht so effektiv, wie wenn es jetzt Katapult Steinkante hat, aber auch gegen Dragoran. Wenn ein Dragoran dabei ist, als Flug mit Steinsattacken, ist das auch. Was machst du da? Ist das auch richtig genial. Und nun war es eben kein Dragoran, sondern ein X-Bud, also war es auch sehr effektiv und mit dieser Dreier Despoda-Armee konnte man also so gut handwerken und ich sage jedes Mal, legt euch eine Despoda-Armee zu, nicht nur für Raids, PvP, jetzt eben auch für diese Team Rocket Stops und damit ist es eigentlich richtig einfach gewesen, das alles umzuhauen. Was mir auch noch aufgefallen ist, so dass, als ich es dann also probiert habe mit der Despoda-Armee, habe ich das dann schön zerpflügt. Problem ist, dass Relaxo ist am Ende einfach abgehauen. Ich hatte 7 Bälle oder so zur Verfügung, habe die alle draufgehauen. Meistens, glaube ich, auch einfach fabelhaft getroffen. Aber das Relaxo ist trotzdem abgehauen. Kann man nichts machen. Ich habe ja trotzdem mittlerweile schon eins. Und jetzt weiß ich ja auch, dass sie leichter zu besiegen gehen. Aber was mir aufgefallen ist, in Spieletrend hat man in einem Video gesagt, Relaxo ist ja Typ normal. Würde also aus dem normalen Satz auch rauskommen, wenn die immer sagen, normal heißt nicht, dass es schwach ist oder so. Aber ich habe bisher noch nie ein Relaxo gehabt, aus einem normalen Satz heraus. Normalerweise sagt Team Rocket immer sowas wie, die Sieger werden die Sieger sein oder du kannst gleich aufgeben, du hast eh keine Chance oder du stehst unserer Übermacht gegenüber, irgendwas. Ich habe auf jeden Fall immer so extrem mächtige, einschüchternde Sätze gehabt, wo du dachtest, hä, was kommt denn jetzt? Das hat auf keinen bestimmten Typ hingewiesen, sondern waren einfach spezielle Sätze, die einfach auf dieser Liste auch gar nicht mehr drauf waren. Da ist bei mir häufig einfach Relaxo auch gekommen. Manchmal auch andere Sachen, aber wenn ich Relaxo hatte, dann nur aus sowas, aber noch nie aus diesem Normal-Typsatz mit normal heißt nicht, dass es schwach ist. Ne? Nur weil es normal ist, heißt es nicht, dass es schwach ist, irgendwie sowas. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant, denn viele Leute sind daran gescheitert, haben sich beschwert, das ist doch viel zu krass, das kann man doch gar nicht machen, aber es ist eigentlich wirklich eine Competition, ein kleines Ziel für euch. Wenn ihr das nicht schafft, verzweifelt nicht, setzt nochmal nach, setzt alles dran, guckt wirklich, dass ihr die richtigen Pokémon habt. Ihr könnt es auch mit anderen schaffen natürlich, es gibt da viele Kombinationen, aber eben mit Katapult, Steinkante ist das trotzdem relativ easy, sage ich mal, wenn man eben auch gute IV hat, die ein bisschen hochgezogen sind, ein gutes Level, wenn ihr dann natürlich mit einem 1500er Despot da ankommt, das wird auch gleich umfallen, aber so dürfte das Ganze eigentlich für jeden machbar sein und kein Problem darstellen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr schon ein Relaxo gemacht und habt ihr es besiegt, habt ihr es gefangen, was kam nach dem Relaxo, aus was bestand das Dreierteam, habt ihr ja auch schon Kombinationen gehört, nicht nur Relaxo Glurak Dragoran, Relaxo Glurak X-Bud, auch Relaxo Dragoran Relaxo, gab es also alles. Ich kenne nur die ersten zwei, die ich gesagt habe, weil die mir aufgetreten sind, aber habt ihr das auch schon mal gemacht und mit was habt ihr vor allem Relaxo besiegt und findet ihr das zu schwer oder findet ihr das genial, dass das eine Herausforderung ist? Würdet ihr gern haben, dass die anderen auch so schwer zu besiegen sind, wenn eben mächtige Monster dabei sind? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.